Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Liquid Clip, Freunde. Strange Fruits. Heute haben wir das Fruity Booty. So, und das ist das geilste Label von allen vier, ohne Scheiß. Ein scheißendes Einhorn. Alter, ich habe mich so weggelacht, wo ich das gesehen habe, ohne Witze. Fruity Booty ist ein noch nie dagewesener Geschmack in Form von Snow Cones. Snow Cones sind in Amerika eine überaus beliebte Süßspeise. Okay, also bei der Süßspeise, ich kann mir das generell... Oh, was ist dann los mit dieser scheiß Kamera und mit diesem verschissenen Objektiv, Alter? Wie gesagt, im Moment habe ich so Kameraprobleme, keine Ahnung. Muss ein neues Objektiv her und so weiter, aber die fangen halt ja mal ebenso bei 300, 400 Euro an, vernünftige Objektive. Und ja, da muss man erstmal ein bisschen auf die Seite legen, ne? Naja, wie gesagt, also Strange Fruits Fruity Booty, da geht's um diese komische Snow Cones. Ich lese euch das mal eben vor. Snow Cones in Amerika eine überaus beliebte Süßspeise, bei der, was, achso, bei der geschabtes Eis, was soll das, geschabtes Eis? Ist ja egal, bei der geschabtes Eis mit verschiedenen fruchtigen Zuckersirupen überzogen werden. Hä, hey, geschabtes Eis, Digga, was... Okay, wir lassen uns einfach überraschen. Keine Ahnung, ich werde da draußen schlau, was geschabtes Eis ist und so weiter. Ich kenne diese komischen amerikanischen Tüten, aber ich habe die, glaube ich, noch nie gegessen. Vielleicht sind das auch die so gummimäßige Softballs. Ne? Also ich habe die irgendwo schon mal gesehen, aber ich kann das irgendwie nicht in meinem Brain zurückrufen. Also das scheint schon sehr, sehr lange zurückliegen. Keine Ahnung, ohne Scheiß. Mischverhältnis sagt die Flasche 80-20, ne? Shot-System, also das heißt, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Platz drin. Da müsst ihr halt entweder auffüllen mit nuller Basis, wenn ihr ohne Nikotin dampft. Und wenn ihr mit Nikotin natürlich dampft, dann halt, je nachdem, wie viel ihr braucht, die Shots dann da drauf kippen. Ne? Irgendwann ist dann natürlich auch mal Schluss, weil ich glaube, maximal 3er oder 6er kann man bei den ganzen Premium-Säften heute machen. Das habe ich gerade mal ein bisschen abgefailt hier. Ich muss mal ein bisschen Liquid rausmachen, bevor ich gleich die Schnauze voller Liquid habe. Da habe ich nämlich gerade immer nicht aufgepasst beim Trippen, Freunde. Ich probiere das Ganze jetzt einfach mal und dann gucke ich mal, ob mich da irgendwas rausfiltern kann, weil ich habe es auch vorher noch gar nicht gedampft. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt hatte. Ich bin heute so ein bisschen neben der Spur. What else? Alter, heftig, kranker Scheiß. Boah, das ist richtig pappensüß, aber ultra geil. Ohne Witze, hätte ich das mal früher gedampft, wär die Flasche jetzt wahrscheinlich schon halb leer bis fast leer. Und ich kenne diesen Geschmack und ich, also da wird es in einer Eistüte drin abgebildet, aber ich glaube, bei uns in Deutschland gibt es das gar nicht so in dieser Konstellation mit dieser kuriosen Eistüte. Also, googelt mal, ich habe mir die Sachen da bei Keros geholt und geht mal auf Strange Fruits und dann seht ihr das Bild, was ich meine. Denn ich glaube, hier in Deutschland ist es ein bisschen anders, dann sind das einfach nur diese Bälle, die ihr dann auf der Seite sehen solltet. Ne? Diese, ja, sind so Softbälle, die fühlen sich, wenn man die isst, fühlen die sich irgendwie so an wie Marshmallows zum Beispiel. Aber die haben auch so eine verdammt kranke Süße. Und die Geschmäcker, wo es da gibt, sind auch killermäßig. Jetzt, wo ich das gerade am Dampfen bin, denke ich mir so, okay, könnten wir vielleicht mal wieder so eine Tüte von klären? Ich kann euch jetzt nicht sagen, welche Farbe. Ich kann da auch jetzt keinen genauen Geschmack rausfiltern. Es ist auf jeden Fall irgendwie was Fruchtiges, was Süßes, was Candy-mäßiges, Zucker, Sahne, heftig, ohne Scheiß, richtig heftig, aber auch richtig, richtig gut. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also... Flasche geil, Label geil, also Flasche, der Inhalt, ne? Label ist auch geil, was will man mehr, ohne Scheiß, ihr habt hier so ein scheißendes Einhorn, es scheißt ja wirklich, das ist so geil, ohne Scheiß, das hier bräuchte ich ohne Witze als so ein Sticker, dann würde ich mir auch ein Einhorn an die Wand tackern, ohne Witze, Wahnsinn. Ich bin echt gespannt, also ich weiß nicht, wie alt die Linie da ist oder sowas, wie lange es die schon gibt, absolut keine Ahnung.
Weil das sind so Sachen, die über die informiere ich vielleicht letztendlich nicht. Ich bin mal gespannt, wenn was Neues von denen rauskommen sollte, ob die so in diesem Style bleiben, ob das generell ihr Style ist hier von Strange Fruits. Bin halt echt gespannt. So, also wie gesagt, die Linie ist echt nicht schlecht. Boah, was ist jetzt mein Favorit? Also jetzt mal ohne Scheiß, definitiv hier Fruity Booty. Also die anderen sind auch cool, aber das hier hat mich direkt so euphorisiert, so direkt so, bam, Junge, du bist auf meiner Seite. Ohne Witze, probiert's mal. Vielleicht habt ihr auch irgendwie den Dealer eures Vertrauens im Umfeld, man weiß es ja nie, ne? Kann auch sein, dass es, also ich persönlich habe es halt noch nicht in irgendeinem Offline-Shop gesehen. Vielleicht bei euch. Wie gesagt, wir wohnen hier im Saarland, das ist ein kleines Kaff letztendlich. Und so übertrieben überfüllt sind die Shops bei uns halt leider nicht mit Premium-Juice. Sonst könnte man denn da auch mal so ein bisschen die Sachen holen gehen. Weil die haben so meistens immer so dieses Standardsortiment, das, was im Moment so jeder irgendwie dampft. Ne? Und das ist halt schon heftig nervig. Deswegen checkt's Internet ab, Freunde. Macht euch selber ein Bild drüber. Also ich finde, der Preis geht klar. Es ist halt normaler Standardpreis. Ne? Ich erwähne natürlich auch nicht, es hat nichts damit zu tun, ob man das darf oder nicht. Ich habe mir einfach von Anfang an gesagt, so, ich habe da keinen Bock drauf. Oh, da ist noch eins, was ich glaube ich vergessen habe. Ne, Quatsch, das sind nur 4 Stück. Aber naja, wie gesagt, ultra süß, Freunde. Probiert's einfach aus. Ich hätte euch liebend gerne viel mehr gesagt. Aber wenn ihr das Bild seht und in der Kindheit gegessen habt, dann wisst ihr genau, um was es geht. An der Stelle, Freunde, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder Abo da. Stay true, join the website of life und bis demnächst.